Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Let's play Minecraft. Wieder mit dabei, der liebe Wadi. Hallo Wadi. Hallo Rio! Hallöchen. Und wir spielen heute mit dem 64 Pixel MK Remake von Minecraft, also Honeyballs, bla bla bla. Gehen auf den Server, machen Musik an und erfreuen uns unseres Lebens. Na toll. Oh fuck! Wo spawn ich denn? Oh fuck! Lasst mich weg hier! Rein in mein Haus. Lass mich. Wusstest du eigentlich, dass Honeyball ihr neues Texturenpaket mit Absicht nicht freigeben tut für Nee. die neue Version? Nö, Weil nee, wusste ich noch sie, nicht. weil viele Leute haben, sag ich mal so, quasi verlangt von ihr, dass sie das rausbringen soll, so schnell wie möglich. Und daraufhin hat sie eben halt jetzt gestreikt und gesagt, nee, so mache ich das nicht mehr und gibt das jetzt bloß irgendwelchen Leuten, die sie gut kennt, die das dann testen sollen, erstmal eine Weile. Okay. Ja, kann man auch so machen, ne? Es gibt halt Leute, die. Das meine ich halt mit Undankbarkeit, ne? Wenn man nicht freundlich zu anderen Menschen ist, kann man doch nicht auch erwarten, dass diese Leute zu einem selber freundlich sind. Ich meine, das ist ja genauso wie, ey du Arsch, gib mir 60 Euro und keine Ahnung. Okay, ist jetzt so ein schwankendes Beispiel, aber. Ja, und man muss ja sagen, eigentlich die macht er da eigentlich eine wirklich tolle Arbeit und die sind Jo. doch mal eigentlich recht schnell geupdatet. Ja, sie macht das schon ganz gut. So, was machen wir heute? Ich habe mir überlegt, dass wir in dieser Folge mal, ich will jetzt noch nicht an dem Shop weiterbauen, das haben wir letzte Mal gemacht. Ich werde den aber auf jeden Fall noch fertig machen. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir vielleicht nach Tatago ziehen. Willst du mit nach Tatago ziehen oder mache ich das ein andermal? Ich weiß noch gar nicht bei Tago. Ich habe jetzt hier mir so ein Grundstück bei New Island geholt mal. Wir können ja mal, du kannst ja mal im Chat gucken. Wir fragen einfach mal in die Runde, Tatago oder wollen wir den Shop weiterbauen? Und dann mal schauen, was die Meute sagt. So, mal gucken, was die Meute sagt. Shop, Shop. Shop, Shop. Shop, bau den Shop. Shop. Okay. Also es sind 5 Leute Shop, 6 Leute, 7 Leute, 8 Leute, 9 Leute, einer für Tatago, Okay, zehn Shop. Leute. Okay, ist Ja, wohl Shop, eindeutig eindeutig. Shop. Dann bauen wir doch an dem Shop. Ja, verdammten Hacken, Hacken, Hang. Komm her, du. Du bist glaube ich, bist auch in New Island, ne? Ja, ich bin an meinem Haus. Hast du das schon mal gesehen? Hast du mich schon mal besucht? Nee, ach da, hier Rio. Wuhu, hallo Mali, Hier vorne ist hallo! mein Grundstück, hier vorne an der Ecke, wo noch der Zaun steht. Hier? Nee, hier rechts, wo die Fackeln drin Ach sind. so, ich hab dir doch, glaube ich, sogar ein Grundstück irgendwo mal freigehalten, ne? Ernsthaft? Glaub Ja, schon. ich bin letztes Mal hierher hingegangen und er meinte, wer war denn das nochmal? Indy, glaube ich, Indy hat mein Grundstück. Ich konnte mir welche aussuchen. Ach so, cool. Na, dann kannst du ja hier an deinem Häuschen bauen und ich baue dann an dem Shop. Und dann bauen wir gegenseitig an uns rum. Oder so. Ja, gut. So. Ja, ich brauch erstmal irgendwie so Items dafür. Ja, ich brauche noch Erde und so. Dafür muss ich erstmal wieder irgendwo hinreisen. Oh, ich darf nicht vergessen, ich habe ja die Cam an. Ja, könnt ihr mich ja sehen, wenn ich jetzt in der Nase popel und so. Oh, beim Haus regnet es, bei unserem Haus. Oh, ist das lecker. Ich habe mir heute, bevor ich nach Hause gefahren bin, noch eine Flasche Rivella gekauft. Rivella, meine Freunde, kommt doch aus der Schweiz. Also, lieben Gruß an Kio, falls du gerade zuguckst. Aber Kio ist auch nicht. Doch, Kio ist auf dem Server. Rivella kommt es aus der Schweiz? Ja, ne? Rio, du kennst dich doch. Kio, du kennst dich doch da aus. Kio fragt Rio. Oder Rio fragt Kio. Ne? Rivella kommt aus der Schweiz. Rivella ist voll lecker. Kio, wenn es das bei euch total günstig gibt, dann musst du mir dringend mal irgendwann nach Deutschland kommen und mir Rivella mitbringen. Ich möchte dich am liebsten jetzt haten. Mich? Ja. Warum? Weil noch immer die ganzen Kisten verzaubert sind hier im Haus. Ja, Doch, habe welche ich ja schon denn? gesagt. Welche Alle denn? Kisten Wo sind denn? verzaubert hier im Haus. Alle. Wo bist du Die kommen. denn? Na, bei unserem Bauernhaus, wo die ganzen Ach so, Materialien warte, sind, die ich warte. brauche. Ich mach das schon. Ich hab die doch schon mal. Ich hab die doch mal. Sie public gemacht. Irgendwie leckt das gerade hier, der Server. Hab ich das Gefühl. Und ja, hier steht Rivella ist Schweiz. Kommt aus der Schweiz. Das ist lecker. So, please left click to. Warte mal, CR? C release?
Wie waren das nochmal? LWC, LWC. No, not that. C. Remove? Remove war das. Remove. C, remove. Aber das muss ich jetzt ja in den ganzen Kisten machen. Ja, ich glaube, wir haben die Kisten gerade. C, remove. Wir sollten wahrscheinlich mal ein Passwort uns für einen festlegen, wobei das auch Schwachsinn ist, weil das dann jeder lesen kann. Nein! Vielleicht kann man da irgendwie Gruppen machen. Muss mal gucken, ob man vielleicht das gruppenmäßig machen kann. Bevor jemand fragt, wann ich 1.2 drauf mache, ich glaube, heute habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, aber bis gestern war noch nur die Beta draußen. Und da heißt es, kann die Map zerstören. Und das Problem ist nämlich, ich kann natürlich eine Sicherungskopie von der Map machen, das würde ich sowieso tun. Aber wenn die Leute hier weiterbauen und innerhalb eines Tages, was ist denn hier los? Innerhalb eines Tages sind sie wirklich relativ fix, was die hier schaffen, dann ist es nicht so cool, wenn da dann doch was kaputt geht, weil dann ist ein Tageswerk quasi im Eimer. Wenn er versteht, was ich meine. Ah, Rio, hallo. Hallo, ja. Hallöchen. Gott, ey. Wenn ich da jetzt ein Lightning reinwerfen würde, die sind ja alle da. Ob da wohl jemand sterben würde? Aber, es ist ja schon wieder eine neue Version rausgekommen von 1.2. 1.2.3 ist ja, glaube ich, jetzt schon rausgekommen. Ja, das ist aber die normale Version halt. Achso, okay. Die haben ja schon relativ... Bloß eben halt Bugfix wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Für kleinere Patches oder kleinere Bugfixes, da muss man meistens nicht mal updaten. Manchmal ist es dann sogar irgendwie eine Server. Das ist ja interessant. Hier regnet es wieder und hinten hat es nicht geregnet. Chili! Hallo Chili! Achso, aber der ist bestimmt nicht im Stream. Chili ist da sowieso nicht im Stream. Chili doch nicht. Von daher muss ich ja Chili nicht begrüßen. Ja. Chili ist einer der netten Moderatoren. Manche kennen ihn vielleicht aus dem Let's Show World of Tanks. Da hat er nämlich auch mit mir zusammen gezockt. Das Holz kann ich eigentlich nach unten machen. Da oben ist ja noch Holz crafted. Ich brauche Glowstone. 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 Tiro und böse Moppets. Da kann ich das reinmachen. Ich habe hier Glowstone-Dust im Inventar. Another one bites the dust. Kannst du dass die alle hier bei dir stehen, Rio? Nee. Doch. Die stehen alle bei mir. Na, selbstverständlich. Ich habe eine Aufnahme und einen Livestream an. Dann stehen selbstverständlich alle bei mir. Wie die Geier. Sind die alle so Fame-Geier? Ja, ihr seid wie die Geier. Alle sind aber bei mir. Alle rannten mir immer hinterher. Naja, ist es ja okay. Solange sie mir nicht die ganze Zeit auf die Pelle rücken und mir jetzt kuscheln. Jetzt stehen bei mir alle hier rum. Du wolltest das ja so. Hätte ich erstmal nicht gesagt, dann weißt du schon. Naja, so ist das. Oh, ich habe so viele Slime-Bones. Hau doch mal ab hier. Muss ja arbeiten. Hey, Apple! Hey, Apple! Zack. So, irgendwie habe ich hier gar kein Glowstone mehr. Was? Und gibt er mir den Blaze Rods? Na gut, nehme ich. Also ich lasse mich da nicht lumpen. Ich kann auch gerne wieder eine Spendentruhe aufbauen. Warte, ich baue wieder eine Spendentruhe auf. Ich nehme natürlich gerne Spenden an. Holz crafted hier oben. Habe ich noch ein Schild da? Ah, hier habe ich ein Schild. So. Selbstverständlich gerne. Zack, bitteschön, könnt ihr spenden. Wunderbar. So muss das sein, ne? Ich bin am Überlegen, was mache ich denn? Eigentlich könnte ich oben beim Dach mal schauen, ob ich hier so einen Lagerraum oben aufs Dach baue. Wo man noch weiter Sachen dann lagert. So.
Ich bin am überlegen, wie ich die Truhen am besten positionieren soll. Eigentlich will ich ja mehrere Regale machen. Aber aus was? Soll ich Holzregale machen? Also so Holzstreben hier reinziehen? Rio, die Truhe geht bei dir. Ach, Moment. Nee, warte, Rio, ich werde eine Truhe für mich entstellen. Dann könnt ihr für mich spielen. So, jetzt geht's. Jetzt müsste es gehen. Oh, irgendwie. Oh. Ach, so, besser. Mache ich hier eine Truhe hin und hier mache ich eine Truhe hin und hier mache ich eine hin. Nee, doof. Voll doof, so. So mache ich eine hin und dann mal statt hier so kaputt. Das hier eigentlich nur so. Dann kommt hier noch so eine Truhe hin und dann statt hier so kaputt. Und hier noch eine Truhe hin. Und dann würde ich sagen, mache ich hier so Regale. So. Das ist aber auch doof. So. Ein ausgeklügeltes Regalsystem. Also hier kommt was rein, da kommt was rein, da kommt was rein. Erstmal brauche ich hier auch Licht drin. Du bist voll laut. Du musst dein Voice Activation anders mal setzen. Ah, ja, warte. Ich setze die Empfindlichkeit höher. Ja. Oh, niedriger. Was habt ihr denn da jetzt schon wieder vollgebombt? Hä? Ja, kommt mal weg mit eurem Rotten Flash. Was soll ich mit dem Rotten Flash die ganze Zeit? Das könnt ihr verbrennen. Nehmt mal das Rotten Flash da raus. Also den Raw Beef? Das Raw Beef nehme ich. Lilypad? Wo kriege ich denn das her? Ah. Rotten Flash. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Dum dum. Dum 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 dum. So, dann kann man hier so reingehen und hat hier Truhe. Passt. Eine Ender Pearl! Oh no! Das hier gefällt mir aber nicht. Man braucht ja hier trotzdem noch irgendwas zum Gucken. Hab ich Glas? Ich hab Glas da. Ein Apfel. Hey, Apfel! Schade, dass man nicht ein Glasschilder platzieren kann. Das ist auch kacke. Ich brauche hier so ein Hochhaus. Geht mal bitte alle hier raus. Raus, raus. Raus, raus. Raus. Das ist mir dann too much. Ist jetzt besser, Rio? Oder hörst du nochmal was? Wenn ich was tippe? Nee, ich gerade habe ich nichts weiter gehört. So, und dann kann hier nämlich noch eine Truhe. Trüchen hin. Zack und zack. Dann kann ich das gleiche eigentlich, jetzt werde ich angerufen, das ist ungünstig. Kann ich das gleiche eigentlich hier so machen? So, zack und zack. Passt. Und dann kann ich das eigentlich auch... da brauche ich Licht. So. Ich bin gerade noch am überlegen, wie ich am besten die Truhen platziere. Buddy, sag doch auch mal was, du bist heute so still. Ich bin gerade, du weißt doch, wenn ich baue, dann bin ich mal recht still, weil ich mich mal konzentrieren muss, weil ich ja nicht so der perfekte Minecraft-Spieler bin. Ich weiß, dass da ein Loch in der Decke ist, weil ich das nämlich da freigeschlagen habe, weil ich ursprünglich da einen Aufgang zu einem Lagerraum oder sowas bauen wollte, aber ich glaube, ich mache das anders. Haben wir eigentlich noch irgendwo eine Schere?
Ja, nee, ich meine irgendwie aus dem Inventar ist weg. Aber du kannst ja eine craften, wir haben ja tonnenweise Eisen. Also ich muss eben nochmal zurück zum Haus. Ich muss mal ganz kurz in mein Handy hier gucken. Nein, 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 nicht Skype. So. Zack. Ah, wo packe ich denn? Sollte ich das erstmal so lassen? Ich glaube, ich lasse das erstmal kurz so. Und widme mich dann gleich mal dem Dach. Erstmal gucken wir, was Wali da so anstellt. Ich mache noch nichts. Meine Truhe, Spenden sind willkommen. Oh, hier. Guck dir an, wie leer das ist. Wie arm ich bin. 50 Sugarcanes habe ich dir jetzt gespendet. Was möchtest du denn noch haben? Holz wäre cool. Holz? Ich spende dir ein bisschen Holz. Yeah! Ah. Dankeschön. Ja, ich kann. Übrigens ist die Chest gelockt, ne? Du musst Zero Moves machen. Nö, ich komm rein. Ja, klar, kommst du rein, aber bei mir steht, this chest is locked. Private Chest. Wirklich? Ja, dann. Ja, so, ich hab's jetzt mal removed. Ich hab dir mal geholfen.